Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um das Thema Inbound versus Outbound Marketing. Grund für das heutige Video ist, ich werde häufig gefragt, was ist denn besser, um sein MLM-Business aufzubauen? Soll man lieber Inbound Marketing dafür nutzen oder Outbound Marketing? Und da möchte ich ganz kurz in diesem Video einmal drauf eingehen, ja, was denn so die Unterschiede sind. Und ich werde natürlich auch meine Antwort dazu geben auf die Frage, was ist denn besser, Inbound Marketing oder Outbound Marketing? Wenn das ein Thema für dich ist, dann bleib jetzt dran und lass uns gleich loslegen. Zunächst mal, der Unterschied zwischen Inbound-Marketing und Outbound-Marketing ist im Wesentlichen der, dass beim Inbound-Marketing du eine Situation erzeugst, wo Menschen auf dich zukommen, wo sie ja von sich aus ja in deinem Geschäft einsteigen oder ja deine Produkte eben von sich aus kaufen. Beim Outbound-Marketing ist es so, dass du eher aktiv auf andere zugehst, ja, sei es durch ein Telefonat oder durch eine Werbeanzeige, während beim Inbound-Marketing Menschen schon gezielt ja nach etwas oder nach deinem Produkt oder nach deiner Geschäftsmöglichkeit suchen. Ja, das ist so das eine, das ist der wesentliche Unterschied. So, und dann muss man wissen, es gibt eben im Inbound-Marketing und Outbound-Marketing verschiedene Wege, ja, die man, ich sag mal, als Marketing-Kanal, wenn man das so will, nutzen kann. Beim Inbound-Marketing ist es einfach das klassische Content-Marketing. Das sind Videos, Blogs, Podcasts, ja, Bücher, das können Social-Media-Posts sein, PDFs, Reports, ein Facebook-Live kann das aber auch sein, White-Papers, Infografiken. Und beim Outbound-Marketing ist es eigentlich so, das, was die meisten so aus dem klassischen Alltag halt kennen. Das sind Werbeanzeigen, Facebook-Ads, Google-Ads, Bing-Ads, das können Banner sein, E-Mail-Marketing, also E-Mails, Direct-Mailings, Werbebriefe oder die klassische Telefonakquise. So, und jetzt ist halt einfach der Unterschied, beim Outbound-Marketing ist es so, da unterbrichst du ja Menschen in dem, was sie einfach gerade tun. Das heißt, die Menschen sind jetzt aktuell gerade mit was anderem beschäftigt. Das heißt, du rufst jetzt vielleicht bei jemandem an und der räumt gerade den Keller auf. Das heißt, du unterbrichst die Person in dem, was sie gerade tut. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass die Person ja jetzt gerade eine geringe Absicht hat, ja in deinem Business einzusteigen oder ja von dir deine Produkte zu kaufen, ja, weil sie ja gerade mit was ganz anderem beschäftigt ist. Beim Outbound-Marketing ist es so, das ist das, was du machst, wenn du zum Beispiel nach einem Weihnachtsgeschenk suchst, ja. Du hast schon deine Vorstellung, gibst es zum Beispiel bei Google dann ein, findest dementsprechend Angebote und bist dementsprechend ja schon, hast eine hohe Absicht, überhaupt schon was zu kaufen, weil du ja gezielt gerade ja da auf der Suche bist und gerade ja auch dabei bist, ja etwas zu kaufen. Ja, so der Nachteil ist beim Inbound-Marketing, du musst natürlich auch gefunden werden. Ja, das ist jetzt kein Nachteil im klassischen Sinn, aber das ist natürlich ein Nachteil gegenüber Outbound-Marketing, weil beim Outbound-Marketing kannst du ja entscheiden, auf wen du aktiv zugehst. Beim Inbound-Marketing musst du es halt schaffen, über deine Marketingkanäle dich so zu positionieren und deine Inhalte natürlich so zu vermarkten, dass du auch dann gefunden wirst, wenn Menschen nach deinem Produkt oder nach deiner Dienstleistung oder halt eben nach Geld verdienen oder wie auch immer dann halt eben suchen. So, und jetzt kommen wir, das sind jetzt so die grundsätzlichen und wichtigsten Unterschiede der beiden Welten, ja. Ganz wichtig ist, wenn es jetzt um die Frage geht, was ist denn jetzt eigentlich besser, um sein MLM-Business aufzubauen, soll ich mich auf Inbound konzentrieren, soll ich mich auf Outbound konzentrieren? Ich würde sagen, das eine tun, das andere nicht lassen, ja. Du musst es aus verschiedenen Dingen, solltest du beide Wege einsetzen und solltest auch beide Wege dann quasi beherrschen, zumindest die wichtigsten Marketingkanäle für dich innerhalb dieser beiden Überbegriffe, sage ich mal. Zum einen ist es ganz wichtig, dass du beide Wege beherrschst, weil du
nur so deinem Team auch einen riesigen Mehrwert bieten kannst. Du kannst natürlich deinem Team sagen, okay, das ist mein Weg. Hier, wer mir folgen will, folgt mir, macht das Gleiche nach oder lasst es halt einfach. Es wird aber Menschen geben, die haben ihre Stärken halt, ich sag mal, auf der Seite des Inbound-Marketings, und es wird aber Menschen geben, die haben ihre Stärken auf der Seite des Outbound-Marketings. Und wenn du jetzt halt Menschen, die ihre Fähigkeiten im Outbound-Marketing haben, versuchst, in das Korsett Inbound-Marketing zu drücken oder zu pressen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und umgekehrt ist natürlich genau das Gleiche. Und deswegen hilfst du deinem Team am besten, wenn du, ich sag mal, einige Marketingwege oder Kanäle im Inbound-Marketing und im Outbound-Marketing wirklich beherrschst, weil du sie selber angewendet hast. Ja? Du kannst natürlich auch nur mit einer Strategie dann quasi erfolgreich sein. Das geht, ja, aber du wirst nicht den maximalen Erfolg haben können, den du ansonsten haben kannst, ja, weil du halt eben deine Teampartner dann viel, viel besser unterstützen kannst und ihnen auch Optionen zeigen kannst, wenn sie mal, ja, mit ihrem Latein, sage ich mal, am Ende sind. Ja, das ist das eine. Der andere Punkt, der ist auch ganz, ganz wichtig, ist, du brauchst, gerade wenn du jetzt neu im Network-Marketing startest, dann brauchst du ganz, ganz dringend kurzfristige Ergebnisse. Zum einen, um die Motivation natürlich hochzuhalten, aber zum anderen natürlich auch, um Cashflow zu generieren. Ja, so, und Inbound-Marketing ist etwas, das kann schnell gehen, das kann aber auch eine gewisse Zeit auch in Anspruch nehmen. Ja, das kann durchaus mal ein paar Monate dauern, bis deine Inhalte halt dementsprechend so gefunden werden, dass du daraus, ich sag mal, Leads und Interessenten generierst, die du dann in Kunden umwandeln kannst. Und in der Zwischenzeit brauchst du halt eben auch kurzfristige Ergebnisse. Und wenn du zum Beispiel über Telefonakquise gehst oder halt eben klassische Wege im Outbound-Marketing nutzt, dann hast du immer sofort oder schneller ein direktes Ergebnis. Das heißt, du siehst, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Das heißt, deine Lernkurve ist hier relativ schnell, weil du halt eben sofort immer das Feedback kriegst und weil du natürlich jeden Tag aufs Neue sofort Ergebnisse oder schneller Ergebnisse erzielen kannst, wie wenn du darauf warten musst, bis jemand deine Inhalte findet, ja, und dann bereit ist, bei dir ja zu kaufen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ja, dass du das eine tust, aber das andere nicht lässt. Ja, ganz wichtig. Okay, grundsätzlich ist es so, du solltest aus meiner Sicht, wenn du jetzt aktiv nur Outbound-Marketing betreibst, ist es natürlich völlig in Ordnung. Ich würde aber trotzdem jedem empfehlen, zusätzlich Inbound-Marketing zu nutzen und würde jedem empfehlen, auch hier Marketingkanäle sich aufzubauen, weil beim Outbound-Marketing, wie das Thema aktiv verkaufen schon sagt, ja, musst du halt auch hier immer aktiv was tun. Ja, du kannst natürlich dann auch die Telefonakquise später an Mitarbeiter abgeben und. Aber wenn du jetzt gerade im Network-Marketing wirklich von vorne wieder startest, dann ist es ganz entscheidend, dass du beide Wege einschlägst, weil hier im Inbound-Marketing ist es so, dass du dann auch weiter Leads generierst, neue Interessenten generierst, neue Kunden und Vertriebspartner generierst, und zwar langfristig, ja, egal ob du jetzt gerade im Urlaub bist oder vielleicht auch mal krank bist oder wie auch immer. Das heißt, du solltest immer einen gesunden Marketingmix einfach haben von Quellen, die dir regelmäßig konstant neue Interessenten, neue Teampartner bringen, und auf der anderen Seite aber auch immer nach Bedarf die Möglichkeit dir offen halten, aktiv auf Menschen zuzugehen, aktiv Menschen für dein Business zu rekrutieren und aktiv Menschen anzugehen und ihnen da auch dann deine Produkte vorzustellen und diese dann eben zu verkaufen. Okay, ich hoffe, das Ganze hat dir jetzt weitergeholfen. Wenn dem so war, würde ich mich natürlich freuen, wenn du der Sache hier einen Daumen hoch gibst. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos verpassen willst. Schreib mir gerne mal in die Kommentarfunktion, ob dir das gefallen hat, ob es hilfreich war, auch wenn du Fragen hast oder Anregungen, Feedback. Nutzt da bitte einfach mal die Kommentarfunktion, dann weiß ich, in welche Richtung ich weiter für euch dann Videos produziere. Und da gebt ihr mir sehr, sehr viel Rückmeldung. Ansonsten, wer Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten, kann unterhalb des Videos sich weitere Informationen anfordern. Dort wirst du dann auch merken, mit wem ich
oder wer mit mir dann zusammenarbeiten kann. Du wirst alle weiteren Informationen dann bekommen und vor allen Dingen, wie wir dann ja eine Zusammenarbeit gemeinsam gestalten können, können wir uns dann auch natürlich gerne ja mal unverbindlich dann drüber unterhalten. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, macht's gut. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.